Rosenkranz-Mohnert, weißt du ja, ne? Ja. Aber die wenigsten beten. Die wenigsten beten? Ja. Und in Kirche wird er mal der wenigste beten, weil die Herrn Pfarrer ja das für unmodern halten. Ja? Ja. Alle? Fast. Oh, die sind ja so blöd, wenn sie eine Ahnung hätten. Ah! Aber das ist für die Warum? Ja, warum? Weil er eine... Nein, ich sag's nicht. Gib mir diese Weil er eine starke... Halsmaul! Ja! Weil er eine starke Waffe ist. Ja. Gegen Satan? Ja. Ja. Und alle Dämonen? Ja, gegen uns. Der Rosenkranz, eine gewaltige Macht, die den ja. Satan und alle Dämonen. Aber das glauben nicht viele. Die halten es hier nur als Weibezeug. Wer ist da schuld daran? Ja. 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 Was kostbar ist der Rosenkranz? Kostbar. Rosenkranz-Mohnert. Der Ausklingen bei Stellen nachnimmt, dem ist es so schade für. Dann kostet er was. Bei dem schon. Ja. Gut Zeit oder auch Geld für. So. Die Arbeit. Ja, die Arbeit geht natürlich vor. Aber oh, die Drecksau, die beten ja immer. Das kann ihnen auch ihr Glück sein. Oh, aber das Ding, das gäbe Sachen, wenn die Drecksau, sie das haben die ihnen eingepflanzt. Meint die, oh, die hatte das dann nur noch mal. Ja, ja. Wollt ihr das nicht haben? Oder sind die Hände gut? Warum? 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 Warum?
Und den Kirchen. Und in den Familien. Ja! Also doch.
Ja, aber nicht so. Vater der Lüge, sage die Wahrheit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nicht die Anschauung Gottes heißt. Ja, ja. Sind aber glücklich. Ich glaube gar niemand. Sie können denn nicht sehen. Halt einmal! Sage die ganze Wahrheit, sage noch mehr. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So lang's noch nicht an, ne? Nein. Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sage die ganze Wahrheit. Nein, ich bin der Vater der Lüge. Und was sage ich nicht? Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir. Sage die ganze Wahrheit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, dass du das scheiß Ding tragen musst, zum Beispiel. Zum Beispiel wann? Sie müssen als Priester erkennbar sein. Wie der Anhänger und der Flaschenbeister. Oder wer die Drecksäule draus. Oh. Alles zu sagen, was du zu sagen hast. Im Namen ja, Jesu und im Namen soll er zum Beichte gehen. Und zwar so. Im Namen Jesu und Maria, Maria befehle ich dir, nein! Zu sagen. Scheißding! Das Scheißding, das schmeiß ich überall raus. Aber zum Glück geht ja fast niemand mehr. Nein, das Scheißding. In was? In Beichte? Persönliche Beichte. In Bekenntnis. Nein! Alles zu sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Von wem ist Anneliese verflucht worden? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sage alles. Alles zu sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Scheiß euch! Muss so schnell wie möglich unter die Leute! Was denn? Die Scheiße. Die Tonbänder. Kassetten. Oh nein! Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja! Und was ist noch für ein Wallfahrtsurteil, du nennen willst? Nennen muss im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du musst es sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir es zu sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die volle Wahrheit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hier ist Bach. Wann wird es anerkannt? Im Moment. Nee, das haben wir ihnen nicht fertig gebracht. Sage die volle Wahrheit. Ja. Vater der Lüge, im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Amen. Vater der Lüge, sage die volle Wahrheit. Ja, 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 ja,
des Heiligen Geistes. Amen. Hat die Kirche Himmelskraft erworben? Ja. Hat die Kirche Himmelskraft erworben? Ja, sie kennt es nicht an. Hat sie es verworfen? Sie kennt es nicht an. Hat sie es verworfen? Ich frage die Wahrheit im Namen Jesu Marias. Hat die Kirche Himmelskraft erworben? Hat die Kirche Himmelskraft erworben? Sei die Wahrheit im Namen des Dreieinigen Gottes. Im Namen Mariens. Scheißloch! Hat die Kirche Himmelskraft erworben? Sei die Wahrheit im Namen Mariens. Darüber will ich den Mund fällen. Verflucht. Aber zum Glück ist es nicht anerkannt. Wann wird es anerkannt? Oh, so schnell noch nicht. Aha, also doch. Ah, nein! Sei die volle Wahrheit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich sage die volle Wahrheit im Namen Jesu und im Namen Maria. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wird also anerkannt werden. Was meinst du da, Herr Bande? Was meinst du da? Aber was meinst du da, Herr Bande? Ja, da ist er. Was ist da? Die ist dort. Die ist da. Das haben wir nicht anerkannt. Ich komme noch. Bist du auch da? Ja. Ja. Ich bin überall, wo die Ach ist. Bist du auch so gut, warum kannst du sie nicht leiden? Warum? Ja, da sehe ich die Jungfrau. Und warum hast du uns so viel geklaut? Weil sie so viel Seelen mitnehmen. Ja. Wir lieben sie. Nein, nicht. Das Cedas ab Ecclesia Dei. Ach! Hotte in venom prevalite des Versus Ean. Ach! Das Cedas ab Ecclesia Dei. Das Cedas ab Ecclesia Dei. Ach! Hotte in venom prevalite des Versus Ean. Ja, wir sind stark. Scheiße, Ecclesia! Die in dem Scheißbuch steht drin. Ah. Die Cedas ab Ecclesia Dei. Du meinst nur du, ja? Die Pappen der Hölle werden... Ja, ja! Katholische Lehre muss unverfälscht. Die ganze Wahrheit zu sagen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, die muss unverfälscht verkündet werden. Welche vor allem? Die Lehre über die Eucharistie. Jawohl, sie drückt so sie. Die Lehre über die Eucharistie und die vierte Feier. Ja! Befehle dir alles zu sagen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was müssen die Priesterkandidaten tun? Befehle dir es zu sagen, im Namen Jesu und im Namen Mariens. Beten. Die müssen noch was anderes tun. Lebensführung, wie soll die sein? In jedem Namen Maria befehle ich dir, alles zu sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden. Die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Oh. Kapiert? Ja. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Umgedreht, Alter. Vater der Lüge, sage die volle Wahrheit. Ja, das ist von den Heilern der Partei. Von
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was ist mit dem Gerät, Alter? Was ist mit dem Gerät, Alter? Ja, der ist von den anderen, oh, den haben die Katholiken so blöd, wie sie sind, von denen abgeguckt. Oh, dabei haben sie selber die wahre Lehre. Oh, die sind ja so. Oh. Meinst du, von den Protestanten? Ja, ja. Sage die volle Wahrheit. Und haben sie die wahre Lehre und laufen dann noch. Wieso? Wie eine Uhre. So. Hoffentlich schmeckt es euch. Nein! Dass die katholische Lehre unverfälscht wiedergegeben werden muss. Und dass man nichts übernehmen soll, was ja. der katholischen Lehre schadet. Ja, ja, und dass sich die Katholiken und vor allem die oben wie eine Uhre benehmen. Sie laufen den anderen nach, die überhaupt nicht schlecht sind. Ja, und den anderen, das sind hier noch mehr da. Welche besonders? Welche anderen? Welche anderen? Anglikaner? Ach, ja. Sie sind ja dumm! Ja, eben die Katholiken. Wie eine Uhr. Sie schmeißen ihre Lehre den Zoll zum Fraß. Es reicht! Ich sag nichts mehr! Nein! Ich zwinge dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sagen Sie das meist Ihrem Bischof! Ich zwinge dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das soll das immer schon, das immer fragen. Und die Schöße ist noch. Das ist Bubble weg. Und da wird mehr gebubbelt als sonst was kapiert. Im Namen Jesu, im Namen Maria befehle ich dir alles zu sagen, was der Bischof wissen muss. Im Namen des Vaters und des Sohnes. In der Kirche muss das Scheiß weg. Genau, im Namen Jesu befehle ich dir alles zu sagen. Im Namen des Vaters. Sie kriegt's aus, wie machen Sie das wieder raus? Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir alles zu sagen, was der Bischof wissen muss. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass mir das hier noch wissen. Im Namen des Heiligen Gottes. Sage ich dir. Du nimmst aber selbst die Jungfrau. Sag alles. Die Bischöfe, die wüssten, was sie zu tun haben, wenn sie den Namen verabrichten. Dann bräuchten sie keine Synode. Oh, aber das machen sie ja nicht mehr. Nö. Der Papst ist ja für sie blöd. So ungefähr. Ja. Befehle dir im Namen Jesu und im Namen Maria. Im Namen ich soll die Botschaft von Fatima und dem Scheiß noch da oben lesen. Kapiert! Und da muss jetzt noch mehr dazu gesagt werden. Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir das. Nichts mehr. Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir alles zu sagen, was ich dem Bischof überlege. Die humane Bitte ist entscheidend. Sonst nichts. Vor allem der erste Teil. Die ganze Romane Rite. Ja! Soll noch etwas gesagt werden über Fatima und über die Botschaft von Fatima? Ich befehle dir im Namen Jesu und im Namen Mariens. Ja, Mensch. Und des Sohnes und des Heiligen. Denn das wird erfüllt mit. Und dann kommt. Dann kommt ein neues. Strafgericht, so. Und jetzt reicht! Wie weit wird das Strafgericht gehen? Bis wohin? Im Namen Jesu und im Namen Maria. Das reicht alle. Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir, die volle Wahrheit zu sagen. Ja. Im Namen Jesu und im Namen Maria. Das reicht alle. Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir, die volle Wahrheit zu sagen. Ja. Das
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, es wird schlimm werden. Sehr schlimm. Schlimmer als die beiden letzten. Wo wird es schlimm werden? Hier. In Europa. Wo in Europa? In Europa. Wo in Europa? In hier. Aus die Drecksau, sie verflucht. Ich befehle dir, die Wahrheit zu sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der Scheißdreck muss gebeten werden, sonst ist aus! Der Rosenkranz. Ja, was Rosenkranz, sonst ist fertig. Was hast du noch zu sagen, wenn du so von Gott sprichst? Oh, die Drecksau, die Verfluchte. Ich befehle dir im Namen Jesu. Oh, glauben wir das ja doch nicht. Er wird alles glauben. Haha! Betreibe ich ihn schon, dann wird es mir glauben. Ich befehle dir im Namen Jesu und im Namen Mariens alles zu sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich fahre bald aus. Wann? Der Bischof von Würzburg wird es auch wissen. Ah, der braucht es nicht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der. Es gibt noch mehr. Und jetzt hat er wie die Rotznase. Noch mehr? Zum Beispiel, wo sind sie? Wo, überall? Jesu, im Namen Maria, befehle ich dir die volle Wahrheit zu sagen. Alles, was du sagen musst. Befehle dir alles zu sagen, was der Bischof von Würzburg wissen muss. Im Namen Jesu, im Namen Maria. Ich sag nichts. Ich befehle dir, die volle Wahrheit zu sagen, Vater der Liebe. Die Drecksau. Das bin ich ja gewöhnt. Und die Drecksau dazu. Und die da draußen dazu. Im Namen Jesu, im Namen Maria, befehle ich dir, die volle Wahrheit zu sagen. Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oh nein! Befehle ich dir, die volle Wahrheit zu sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Demokratie in der Kirche ist nicht unbedingt immer das Beste. Kapiert! Ach. Weil der Teufel größere Macht bekommt. Ja. Weil nämlich dann der grausame Kram wird kapiert. Und die Demut. Ja, du siehst direkt aus, sie verflucht. Vor allem die Pfarrgemeinde, die sie nachher zwar. Hast du mir nicht die Pfarrgemeinde? Das ist das Wahre. Im Namen Jesu und im Namen Maria. Ja, im Auftrag von dir. Und zwar die volle Wahrheit. Sag auch der das. Pfarrer muss entscheiden, was gemacht wird. Sag auch das. Kapiert! Das, was du sagen musst, als Gutes über die Pfarrgemeinde. Ich hab's dir gesagt. Du willst dir alles gesagt. Ich hab's ja gesagt. Priester werden. Die Priester, die müssen nach ihrem Gewissen handeln. In Bezug auf das Ding. Reicher ist die. Ja, no. Vor allem, wenn's auch. Nein. Ich sage, ich befehle dir, die volle Wahrheit zu sagen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du musst noch etwas sagen, im Namen des Vaters und des Sohnes. Dass in der Kuh doch rumrennen müsse. Das ist nicht wahr, das muss ich nicht, das kann mir keiner befehlen. Ja, du musst nur als Priester erkenntlich sein. Ja. Ich befehle dir, alles zu sagen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nein. Du. Und Geist. Nein. Im Namen des Vaters. Im Namen des Heiligen Geistes. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und damit will ich mir nun fragen. Meine Tag und Stunde deines Ausfalls. Nein. Außerdem sind wir ja zu sechst. Im Namen des Verhaltenen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Das will ich nun, Frau Maria. Sag mir, wann wirst du ausfahren? Hör ich dir. Die Wahrheit zu sagen, wann wirst du ausfahren? 20 Jahre. Sage die volle Wahrheit. Im Namen des Verhältnisses, die du hast, die hast du mit Hörern. Exodus 3. Das Gürtel ist Sanft. Was heißt das, wenn es kracht? Wenn es kracht. Und somit einen Knall ausfahren. Was kracht wann? Im Namen der Gottesmutter, mein Vater, sag Tag und Stunde, wann du ausfährst. Also, befiehl uns das zu sagen. Du hast ja die Macht, dem anders zu sagen. Oh, der will nicht herunter. Hast du keine Macht dazu? Nicht, aber nicht. Tut der Vater nach, du. Sehr schön bei euch, ne? Ich kann dir mal noch helfen. Jawohl! Euch gibt keine Liebe. Nein, was? Du hast alle Menschen. Ja. Befehle ich dir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da wird mein Schutzengel dich zwingen, es dir zu sagen. Mein Schutzengel wird dir beistehen. Wie viel Engel hat Jesus? Wo ist der Schutzengel der Anneliese? Der ist hier! Neben uns. Der ist hier neben uns. Von hier aus. Wo ist er? Hier! Das bin ich. Wir haben die Frage noch nicht beantwortet. Wie viel Schutzengel hat jeder? Es kommt ganz vor, wann sie dort für sich. Der Priester hat mehr Schutzengel. Was kommt es denn an? Befehle es dir zu sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mein Schutzengel wird es dir befehlen, es zu sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Magie kommt ja nur von dir. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber sage die Wahrheit, Vater der Lüge. Nein! Im Namen des Vaters.
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sei aber kein Hero. Gar nicht so sauer. Für mich zu sein. Was sind die anderen drei? Versteckt. Warum kommen die nicht? Weil die nichts wissen. Er weiß alles, er weiß auch, dass er nicht mehr ist. Nein! Ich habe das Nein! Die im höchsten Himmel so schön glauben. Ach, so den Himmel muss mir ganz jeder. Erhaltet meinen Glauben rein und standhaft. Schön gesagt. Zu den Schutzengeln muss mir gebetet werden. Sag es mal schön. Nein! Zu den heiligen Engeln, besonders den heiligen Schützlingen, muss mir gebetet werden. Im Namen des Herrn. Amen. Alle heiligen Engel, die hier sind, rufen mir zu Hilfe, dass sie uns. Zu den Engeln muss mir gebetet werden. Zu den Schutzengeln muss mir gebetet werden. Wir rufen unsere Schutzengel an. Nein! Wir rufen unsere Schutzengel an. Im Namen des Herrn und des Heiligen Geistes. Amen. Wir rufen unsere Schutzengel an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Muss mehr gebetet werden. Sag es mal ganz deutlich, Luzifer. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir, es ganz deutlich und laut zu beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das geht nicht. Das geht wohl. Nein. Das sind meine Feinde. Und des Heiligen Geistes. Amen. Wir befehlen es. Ich hasse sie. Wir befehlen es dir, dass du sagst, dass du den Schutzengeln mehr gebetet hast. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Menschen müssen mehr zu den Beten, weil. Zu den Heiligen. Zu den Heiligen Schutzengeln. Weil die Macht der Hölle so groß ist. Weil zur Zeit die Macht der Hölle so groß ist. Ja. Was hast du gesagt? Ja. Und die Menschen müssen ihre Schutzengel anflehen, damit sie ihnen beistehen. Ja. Und der Schutzengel für die Königin der Engel wird dir befehlen, uns zu sagen, an welchem Tag du ausfahren musst. Im Namen des Vaters. Das muss ich nicht sagen. Wir können dir nicht glauben, du musst uns für ein Zeichen setzen, dann. Wenn es kracht. Wann kracht es? Was kracht denn? Was ist denn los? Was ist kracht? Maus! Willst du mit einem Krach ausfahren? Nee. Ja, also nicht. Doch, hm? Sag jetzt die Wahrheit. Nein. Was wird krachen im Haus? Im Namen Jesu, im Namen Maria, befehle ich dir, unreiner Geist, die Wahrheit zu sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen Jesu, aber selbst die Jungfrau Maria, sag uns die Wahrheit. Die volle Wahrheit. Wir rufen unsere Schutzengel an und bitten die Königin der Engel, dass sie dich zwingen, die Wahrheit zu sagen. Wie viele seid ihr? Sechs. Und wie viel sagt ihr?
Ich habe über alle Kreuze rausgerissen. Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes an. Du meinst in der Schule. Bist du der Hitler? Ja. Über die Kreuze rausgerissen. Und ich höre, dass er viel Kreuze aufgestellt auf den Schlachtfeldern. Dass er viele Kreuze aufgestellt auf den Schlachtfeldern. Bist du Hitler, sagt die Wahrheit. Im Namen Jesu befehle ich dir. Also kein Hitler. Warum lügst du? Im Namen Jesu, sagt die Wahrheit. Im Namen des dreifaltigen Gottes, sagt die Wahrheit. Wer bist du? Hitler! Jesu, befehle ich dir, sagt die Wahrheit. Ist kein Wahrheit. Ist kein bei euch. Unsere Schutzengel werden dich zwingen, alles zu sagen. Auf die Fürbitte der Königin der Engel wirst du alles sagen. Ich bin kein. Seid ihr also vier? Hitler? Hitler ist gelogen. Sag es deutlich. Im Namen Jesu und im Namen Mariens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, ich bin auch hier. Wer denn? Hitler! Im Namen Jesu und im Namen Mariens befehle ich dir alles zu sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was hat der Hitler denn sonst noch getan? Wer hat er denn geholt? Womit hat er sie umgebracht? Gift? Nein. Erschossen? Erhängt? Verbrannt. Verbrannt? Hat er noch gelebt, wie er das Gift genommen hat? Verbrannt? Hat er sich verbrannt? Ja. Wir können nicht das glauben, dass wir nicht gedruckt haben. Das interessiert uns nicht. Das interessiert uns nicht. Wir müssen nur wissen, wer du bist. Du kannst ja uns da alles Mögliche vormachen, ne? Du bist ja der größte Theaterspieler. Und deswegen sagst du uns jetzt im Auftrag unserer Schutzengel, im Auftrag der Königin der Engel, die volle Wahrheit. Befehle es dir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es muss noch mehr gebetet werden. Was muss mehr gebetet werden? Sag ganz deutlich. Im Auftrag. Von dem Scheißdreck. Was? Von dem anderen. Du meinst? Ja. Sag's deutlich. Damit der Bischof es hört, auf dem Tonband. Befehle es dir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Rosenkranz. Den Rosenkranz muss mehr gebetet werden. Was muss noch mehr gebetet werden? Den Exorzismus. Ja. Wie oft noch? 50. Redner, befehle es dir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 100 Mal. Du lügst schon wieder. Du lügst schon wieder. Befehle es dir, unreiner Geist zu sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir rufen die Engel zur Hilfe und bitten die Königin der Engel, es dir zu befehlen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Frag doch die da oben im Schaltloch, die ist das viel besser. Fragen Sie die Mama Rosa, nicht? Ja, ja. Die weiß das also, die kann man fragen, ja? Die wird das sagen. Soll ich sie fragen? Nein! Ich werde Mama Rosa fragen. Dein Maul! Im Namen Jesu, im Namen Mariens, ist die Fürsprache der Gottesmutter von seiner Mutter. Ja. Mehr Geduld haben, ja. Gut, wir werden weitermachen, ne? Und du musst noch was sagen. Wahrscheinlich fehlt uns noch irgendwas, nicht? Der Kutscher halt mir! Ach, du lügst ja. Ist
bist dein Anbieter. Ja, gut, ne? Ja. Bist dein Anbieter. Lügst du gedruckt? Oh. Nicht, lügst du gedruckt? Das ist ja mein Fach. Mhm. Oh. Jeder, der lebt, gehört dir nicht. Allerdings. Und deswegen kann er sich noch bis zur letzten Sekunde entscheiden. Ja. Und die Gottesmutter wird all die... Das ist sehr schwer. Aber all die retten, die sie angerufen haben in ihrem Leben. Allerdings. Ja. Und deswegen kann man niemand vorher verurteilen, stimmt's? Ja. Ja. Und dann müssen wir also noch mehr den Rosenkranz beten, vor allem für die verstockten Sünder, stimmt's? Nein. Sag die Wahrheit. Ich befehle es dir im Namen des Herrn. Ja. Nein, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. An welchen Früchten? Du hast davon ganz was anderes gesagt. An welchen Früchten werden? Nein. Ich befehle dir, die Wahrheit zu sagen. Das bringt mir nur den Verlust.
muss ich denn hier sein? Außerdem, ja, das ist die Jungfrau, sagt es uns klar, das Weihwasser muss wieder in die Häuser hinein. Das muss noch mehr in die Häuser hinein. Was für ein Ding? Wir haben alle so ein bisschen Jungfrau. Sag mir. Das Ding, Norbert! Meinst du das Kreuz? Das Kreuz? Meinst du das Kreuz? Meinst du das Kreuz? Sag die Wahrheit im Namen der allerseligsten Jungfrau. Im Namen der allerseligsten Jungfrau befehle ich dir, sag die Wahrheit. Was willst du sagen? Das muss wieder in die Häuser hinein. Das Ding da oben. Das Kreuz. Das Kreuz, denn da oben ist ja die Sonne. Ja, meinst du, ja? Ja! Endlich hast du mal gleich. Das Kreuz muss hinein und das Weihwasser muss hinein. Weil ihr das Kreuz fürchtet. Weil ihr das Weihwasser fürchtet. Ja! Ja! Skabiose proditore damnabit. Sede Dio. Mit dem Jutta Skabiose proditore. Ja, wisch mir Gold. Den hast du dir geholt. Jawohl. Brauchst du so einen Freund? Ja. Und was hast du jetzt davon? Ja, ich steh in meinem Dienst. Damnabit. Ja, der ist verdammt. Und du bist schuld daran. Ja. Und der ist selber schuld, der ist verzweifelt. Ja. Der hätte sich nämlich retten können, die Drecksau, die. Ja, wie hätte er sich retten können? Ah, der war so blöd. Ist ja nicht geforscht, dem Dorf. Hinter, den hat sich halt wieder zu mir mitteilen. Den Heiland. Ja, dem ist eine gefolgt, dem Nazi. Jesus von Nazareth. Dem, sag seinen Namen. Ah, das geht nicht. Dem Jesus von Nazareth. Dem Jesus von Nazareth ist er nicht gefolgt. Wenn Nazarener gefolgt hätte, wäre er nicht verdammt worden. Hättet ihr ihn noch verziehen? Ja! Auf dem Kreuz noch. Ja, der verzeiht ja immer. Jesus, der verzeiht immer. Ja, wenn sagt das deutlich. Im Namen Jesus sagt die Wahrheit. Er verzeiht immer, wenn der Mut der Sünder, der Trösten und der Betrübten sagt, ja, die hat es nämlich oft genug gesagt. Was hat sie gesagt? Dass er verzeiht. Ja, dass er sich bessern soll. Dass er sich bessern soll. Also, ja, das habe ich die Jungfrau, hast du dir das gesagt? Ja. Wenn er zurück könnte. Für uns gibt's kein Glück. Nee! In aller Ewigkeit! Kein Zurück in aller Ewigkeit. Das ist das Fürchtbare. Wenn es ein Zurück gäbe. Wenn es einen Weg gäbe. Gibt's nicht zurück! Von uns kommt niemand zurück! Ich habe noch etwas zu sagen. Du hast noch allerhand zu sagen. Nee. Du hast noch eine Menge zu sagen. Du hast eine Menge zu sagen für uns und für viele andere. Wir sollen noch manche gerettet werden dafür. So manche eure Klauen entrissen werden. Ja!
Tito, die Fische, sie mal ein Zeug. Tito! Schluck dir jetzt fürs Marades. Warum bleibst du noch länger hier? Weil ich noch was sagen will. Sag mir die volle Wahrheit im Namen des Dreifaltigen. Weil ich noch was sagen muss. Dann sag die Wahrheit. Im Auftrag von dir, die kann mich zwingen, die doch. Das ist die Jungfrau, ne? Ja. Ja. Der sollte sich nun zwingen, die Wahrheit zu sagen. Die zertritt mich, die. Maria, die alle sehen, ist die Jungfrau. Ja, sie zwinge dich zu sagen, was sie zu sagen, was sie uns sagen möchte. Sie trägt aus, sie verfluchte sie. Ja, das ist die Jungfrau, soll dich zwingen, das zu sagen, was sie uns sagen. Sie trägt aus, sie verfluchte. Die muss mit der Luft zu dem Ohr, mit dem ganzen Scheiß. Im Namen der Allerseelen, sagt die Wahrheit. Ja! Ja! Das werden wir tun. Und damit die Drecksau Bescheid weiß. Ja. Oh, der ist mit Bursch, aber der macht's nicht. Nee! Alles ehrlich, die Jungfrau wird ihm helfen. Und die Priester müssen als Priester erkennbar sein, und zwar nicht nur mit uns, sondern ordentlich. Ordentlich. Nicht so wieder ein versteckten Abzeichen, ja? Ja! Wir müssen deutlich als Priester erkennbar sein. Das jeder weiß. Oh, ja. Oh, die Drecksauer sind lieben, die macht so wach, ne? Die kommt jedes Mal wieder im schönen Anzug. Oh, das freut mich unheimlich. Die Drecksauer sehen, ja. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Warum freut das dich denn so? Warum? Sag es mir! Was hast du denn davon? Befehle ich dir, sag alles, was sie uns sagen will. Wenn die nämlich mit ihrem Scheiß Zeug rumrennen würde, dann nix. Dann? Im Namen deiner seligsten Jungfrau, sag die volle Wahrheit. Im Namen der allerseligsten Jungfrau Maria, sagt die volle Wahrheit. Sag alles, was ja, dann haben wir nicht so viel Macht über die Scheißkörle. Weil mir das ist so nix. Weil mir, im Namen der allerseligsten Jungfrau, aus dem Schock, sagt ihr die Scheißvieh, das Arschloch des Verfluchten. Die Scheißvieh. Im Namen der allerseligsten alles, was uns die allerseligste Jungfrau zu sagen hat. Alles, was sie uns sagen will. Ja, wenn die im Scheißdreck umrennen würde, dann. Aber das Klausal nicht, die sind ja so blöd.
Benjamin, hier bin ich denn in den Raum. Der Kalada, Ordensgewand. Priesterkleid. Ja! Es dauert nämlich nicht mehr lang. Bis kommt das Strafgericht. Nicht mehr lang dauert es. Noch veröffentlicht. Nee. Ja. Ich stehe unter dem Schutz der Jungfrau. Die Jungfrau Maria wird es nicht zulassen. Ich stehe unter ihrem Schutz. Ich spring noch so viel durcheinander und ausstrahle draus, dass es nicht mehr sein kann. Dass es wahr sein kann. Du das Ding weg. Den hat es nie gegeben, den kann du doch. Ja, doch, den gibt es, den hat es gegeben. Den Vater Pio, den hat es gegeben. Der hat mir sowieso noch abgelockst, der. Der hat ja alle Hand abgelockst. Im Namen der Allerseligsten Jungfrau Maria. Im Namen der Allerseligsten. Das Weihwasser. Scheiße. Das Weihwasser. Das gesegnete Wasser. Warum fährst du nicht aus? Weil mir so gut fällt bei dir. Ja, das will ich die Jungfrau wirklich befinden. Nee, bei dir fällt mir überhaupt nicht. Ja, das will ich die Jungfrau so wie befehlen, die volle Wahrheit zu sagen. Der Dreifaltige vor Gott befehle dir, die volle Wahrheit zu sagen. Warum zögerst du auszufahren? Weil ich noch nichts habe. Weil du noch mehr zu sagen hast. Sag die Wahrheit. Ja, das ist die Jungfrau, möge dich zwingen, die Wahrheit zu sagen. Ja, ich muss noch mehr sagen. Wenn die mich nicht so zwingen würden, ich würde alle teuren Kotzen kleben. Und euch dazu, ihr werdet den Schritt mehr gehen. Aber wir stehen unter dem Schutz, aber so ist die Jungfrau. Die kann mich so zwingen. Sag mir, warum bist du überhaupt hier? Ich hab Recht dazu, dass ich in dem Wald drin bin. In welchem Wald? In der da. In welchem Wald? In der da. In der da. Und ich sowieso nicht mehr sehe selber, weil ich ihn hier drin hab. Und die anderen auch. Ja, wer ist schuld daran? Wer ist schuld daran? Im Namen des Dreifaltigen Gottes befehle ich dir, sagt die volle Wahrheit. Viele so, jetzt kriegst du auch einen Auftrag, ihr Drecksau. Für den sehr gerne Pfarrer, du, der wird den da drinnen, du. Dann müsst ihr beten. Sonst gehe ich nämlich in den Graben rein. Denken, sonst geht er in den Graben rein. Ah, der ist so modern. Haben wir noch mehr solche? Oh, mehr als genug. Ja.
Den Kriege Erdogan. In nomine Patris. Et Filii. Et Spiritus Sancti. Palocum Spiritus Sancto. Der Hauptsiedlung Sancte Crucis Jesu Christi Domini Nostri. Christi und Gewalten. Seid ihr zufrieden mit den Änderungen? Sag mal die Wahrheit. Diese Änderungen, die gefallen euch. Sind die gut? Sag die volle Wahrheit. Seid ihr einverstanden mit dem, was die Kirche da geändert hat? Ja, sehr. Ja. Sagt im Namen der allerseligsten Jungfrau und des dreifaltigen Gottes die volle Wahrheit. Ich seid mit diesen Änderungen der Gebete zufrieden. Die neuen Reformen, die wollen uns sehr gut. Was für Reformen heißt das? Warum ist der Wasser brennt in der Laune? Wo brennt? Was brennt so? Sag die Wahrheit. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Sag die Wahrheit. Was brennt so? Sag die Wahrheit. Sag die ganze Wahrheit. Da unten in der Hölle. Da unten in der Hölle. Sag die Wahrheit. Da unten in der Hölle. Sag die ganze Wahrheit. Sag die ganze Wahrheit. Gott ist Gott in Tore Tamnavi. Wer hockt denn noch drin? Wer hockt denn noch drin? Oh, da gibt's noch mehr von der Sonne. Wer wird denn? Im Namen Jesu. Im Namen Jesu befehle ich. Von der Sonne mit ihrer Nase gibt's noch mehr. Oh, so braucht er nicht zu wissen. Nein, das brauchen wir nicht zu wissen. Gibt noch mehr. Wo sind die? Das ist ja noch nicht rein. Das ist neidisch. Den geht allen so wie dir. Das seid ihr alle am Werk, ja? Ja. Den haben wir so wie dir, so viel sagt. Ja. Ja. Auch in unserem Gegend hier. Der Lüge. Ja. Das kann ich gut. Ja, das kann ich gut. Wir haben im Tempel und Sohn des Evolutius. Gott wollte, dass der Tempel sei, dass der Mensch sein Tempel sei. Ja. Und seid ihr eingebrochen in diesen Tempel? Ja. Räuberischerweise. Der Tempel Gottes gehört euch nicht. Aber viel. Aber dies, aber in der Analyse, die Analyse gehört nicht dir. Nein, die musst du freigeben. Die musst du freigeben. Aber woher blaben sie noch? So kritiotius moralis hic. Warum? Dann ist ja schon gelaufen, wie halt am Ende die dumme Sau. Und wer ist schuld daran? Wer? Mir. Mir, wer? Aber der doch. Der ist nicht zu. Der lässt nicht zu. Der lässt. So! Der lässt das zu. Ja. Damit ihr Rotz. Also, liebe! Da müsst ihr noch viele Seelenabstände machen. Dann dürft ihr so viel sagen, ne? Jetzt sind wir hier, die so viel sagt und zu mir Seelen werden gerettet. Stimmt das, ja? Sagt die Wahrheit. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Im Namen des dreifaltigen Gottes sagt die Wahrheit. Im Namen der allerseligsten Jungfrau. Je mehr ihr sie viel sagt, umso mehr wird sie retten. Sagt die Wahrheit. Ach ja, so, nein. Im Namen des dreifaltigen Gottes sagt die Wahrheit.
den Namen des dreifaltigen Gottes sanften Jahres. Im Namen der allerseligsten Jungfrau Maria, sanfte Wahrheit. Im Namen aller heiligen Engel. Aber die Prüfung schaffst du nicht, doch verzeih mir die Sauerzahne dieser Flucht. Aber das ist die Jungfrau, wird sie schützen. Er wird dich vertreiben, dass du nicht schaden kannst. Sie steht unter dem Schutz der letzten Jungfrau. Und da kannst du nicht ran. Nur so weit sie dich lässt. Der, sag mir den Namen. Der Kain und der Hitler, Fünfstimmer. Und das ist der Sechste? Oh, den haben wir gelogen. Den hat er dazu gelogen. Mann, Kraft. Ach, wenn nix. Dann. Wir gehen in den Schnitt raus. Bis dann. Aber dann geht ihr raus. Dann nehmt ihr raus. Warum klappt's denn? Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir, sag die volle Wahrheit. Der Vater der Lüge sagt die Wahrheit. Kritius moralisik, jedes Knie sich beugt. Allocum Domine Jesu Christo. Unsere Hohen des anderen Sohnes hat der Tissimo entwickelt. Die wurde scheiß, die scheißt ihn gebaut und dort raus, du und Schibach. Ja, und ich scheiß Ding da, wo du da oben bist. Rossi! Ja, was ist mit dem? Na, die, die das gebaut hat, die dumme Sache. Ja, was ist mit dem? Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Barbara Weigand möge sich bewachen, möge Anneliese allezeit helfen. Oh nein! Barbara Weigand wird zur Seite stehen, und Anneliese helfen. Nein! Barbara Weigand wird Anneliese helfen. Im Namen des dreifaltigen Gottes und der allerseligsten Jungfrau Maria, sag die volle Wahrheit. Hast du so Angst vor dem bisschen Papier? Hast du so viel Angst vor dem bisschen Papier? Es handelt sich um ein Stück Papier, auf dem Barbara Weigand ihren Namen geschrieben. Fürchtest du das Papier? Fürchtest du das Papier? Ist das so unangenehm? Fürchtest du dieses Papier? Warum willst du es zerreißen? Warum machst du dieses Papier nicht? Warum machst du dieses Papier nicht? Warum? Weil es von der ist. Von der? Ja. Von der, die heute oben ist. Das sind doch viele, oder? Ja, die da das Ding gebaut hat. Ja, wie heißt die denn? Ja, die B geht's an, und dann das nächste ist B. Die B geht's an. Ja.
Und es war mit Bild ins Arm. Ja. Und noch? Mit wie? Mit wie? Ja. Da kannst du den Namen nicht sagen. Ja. Den magst du nicht sagen. Soll ich ihn dir sagen? Nein. Barbara Weigand. Ah, sie drückt so die verbluchte Raum. Barbara Weigand. Und wer ist das? Nein. Hm? Die Barbara Weigand wird Anneliese helfen. Doch wenn ich den Jungfrau befehle, ich dir sag die Wahrheit. Oh, sie. Im Namen des Blaubeins. Ja, die hat sie einen ausgeschafft, die Dumme. Die wird dir helfen. Maria, dem Kinderling, allen deinen Segen geht. So, wir lassen dich in Ruhe. Ja, Miro. Bei uns gibt's keine Ruhe. Warum hast du keine Ruhe? Warum meine Dunne? 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 In der Höhle, ja? Der Himmel. Nee. Ist doch Feuer. Was, Maul? Im Grunde dem Feuer. Im Feuer der Hölle. Nee. Wir könnten es ja ganz anders haben. Nee. Wir könnten es anders haben. Wir haben ja die Freiheit entschieden. Wir haben ja die Freiheit entschieden. Wir könnten es anders haben. Wir wollen es. Nee. Und ewig wird verbleiben. Verdammt in alle Ewigkeit. Verdammt in alle Ewigkeit. Sag ich nochmal. Nein. Verdammt in alle Ewigkeit. Lass uns mit den anderen hin. Es geht um die Kirche in Tschippach und um die Sache Barbara Weigand, die die Kirche gebaut hat. Wo kannst du schon liegen? Folge dich die Barbara. Die magst du nicht. Die magst du nicht. Die fürchtest du nicht. Nee, gar nicht. Ja. Oh, du Schokolade der Liebe. Warum fürchtest du denn nicht? Der eucharistische Heiland ist mächtiger wie du. Das geht nicht, weil der Vorletzte fürsorglich ist. Der eucharistische Heiland ist mächtiger wie du. Der eucharistische Jungfrau ist mächtiger wie du. Und was die Rotten anhören zu schreiben, alles von mir. Im Namen des dreifaltigen Gottes sagt die Wahrheit. Im Namen des dreifaltigen Gottes befehle ich dir, sagt die Wahrheit. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Heiligen Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Nein! Ist nicht von dir! Von der da! Von der Gottes? Ja! Nein, von mir! Wir glauben dir, dem Vater der Liebe, nicht. Nur, was du mir im Auftrag gesagt hast. Im Auftrag von der da. Von der allerfühligsten Jungfrau. Das scheiß durch, was die da schreiben. Ist nicht. Ja, das ist von dir. Ist nicht von mir. Nicht von Satan. Ja. Sondern von... Sondern von der. Von der Gottesmutter. Ah.
An der Gottesmutter. Nein, bitte. Oh, du liebste Kinder. Hat es ja gesagt. In ihrem Auftrag hast du es bereits gesagt. Oh, aber vorwärts gehen tut's nicht auf Versausch. Sind wir die Lucius Morales hin? Bald muss ich raus. Ich will dir mit Hör am Institut tun. Nein. Ich mir als Dämonen. Die Schutzengel stehen uns zur Seite. Gegen euch, gegen euch feindliche Mächte. Ja, das stimmt. Die Schutzengel sind unsere großen Helfer. Helfer gegen Satan und seinen Anhang. Die Schutzengel sind unsere großen Helfer gegen Satan und alle feindlichen Mächte. Und die Schutzengel schützen uns. Und sie sind hier, und sind heute hier. Aber du musst gestehen, wenn die nicht hier wären, hättest du uns schon viel mehr geschadet. Aber sie halten dich zurück. Du hast uns heute noch einiges zu sagen. Ist heute dein Kollege dran? Ist heute die Judas nicht dran, ist heute schweigsam. Ja. Und bei keinem hat uns auch nichts zu sagen. Nein. Und der Nero? Ah, der weiß nicht, die dumme Sau. Ah. Und der Hitler? Ah, der auch nicht, der kann bloß das Maul aufreißen. Aber heute reißt das nicht auf. Ah. Er meldet sich nicht heute. Ist heute nicht da. Heute nicht zu sprechen. Sag mal, wie haltet ihr das denn mit den armen Seelen? Nee. Mit den armen Seelen kommt ihr zu denen auch. Nee. Könnt ihr die auch belästigen? Könnt ihr die auch belästigen? Nee. Können die uns aber helfen? Ja. Die helfen uns auch gerne, ne? Ja. Die helfen uns gerne, weil die armen Seelen helfen uns gerne, ne? Ja, weil sie selber so dreckig stoßen. Aber die haben wenigstens Aussicht. Ja. Die haben Hoffnung. Ja. Die haben große Hoffnung. Die wissen, dass sie zu Gott kommen werden. Denn das Feldfeuer dauert nicht ewig. Und wenn sie so bis zum jüngsten Tag bei Nogor rauskommen, dann sind sie doch. Sind das Seele, die bis zum jüngsten Tag bin Hocke? Ja! Und dann bekommen wir wieder schnell raus. Ja. Manche müssen lang drin bleiben. Was? Maul, ich bin doch drüber nichts auf! Aber wenn du musst. Aber wenn die allerseligste Jungfrau dich zwingt, dann musst du es doch sagen. Okay. Die Barbara Weigand hat alle Seelen rausgeholt aus dem Feldfeuer, ne? Die Barbara Weigand hat alle Seelen aus dem Feldfeuer rausgeholt. Nicht? Ich weiß nicht. Ah, der macht genug Zug, selbst denn du. Warst du da mit dabei? Hast du ja auch zugesetzt? Ja! Sogar ganz schön. Ganz schön. Ja. YTV Imperator. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis sie gräbt wird. Du bist so blöde Weib. Würdest du gerne, wenn du könntest, ja. Würdest du gerne, wenn du könntest, gell? Ja, alleine konntest du sowieso den ganzen Tag nichts, die blöde Sau. Ja. Weil ich hier nämlich oben drin hab. Oben im Kopf? Oh, ja. Ja! Kannst du nichts neu bringen, die dumme Sau. Ja, du, der Luzifer, ja? Oh, ja! Da ja. Konnten sie sich auch nichts, die dumme Sau. Ja. Weil wir das nämlich blockiert haben. Ja. Und ihr müsst weichen. Ja. Ihr müsst aber weichen. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Ja, das ist die Jungfrau Maria Will.
Wanderer, das an mir herzugfischt. Dass das immer herummächtig geworden ist, ja. Was ist das? Ja. Aber das hat niemand gewusst. Warum hat er denn das gemacht? Warum? Weil wenn sie traktieren wollte. Pie sagt man. Und die wollen sie Pie sagen. Ja. Aber warum seid ihr denn in diesem Sommer so böse gewesen? Warum? Hat uns allerhand angestellt, ne? Ja. Hat uns sich mehr gepiesert? Ja. Warum das im Sommer? Darum. Urlaub. Warum das im Sommer? Im Namen des dreifaltigen Gottes. Sag mir die Wahrheit. Warum? Weil wir bald raus müssen. Und dann müsst ihr raus. Und damit die Scheißkelle da endlich mal klar habe. Deshalb. So. Damit du es glaubst, hast du es alles angestellt. Ja, ich hab's aber gedacht. Hast du gedacht, du hättest nicht kümmern. Wer hat es dir erlaubt? Mehr. Ist die Jungfrau. Und der dreifaltige Gott. Ja. Du bist also bald raus. Ja. Wann bist du raus? Bald. Sehr bald. Im Namen des Dreifaltigen Gottes. Im Namen des Dreifaltigen Gottes sagt die Wahrheit. Ja! Im Namen der allerseligsten Jungfrau sagt die Wahrheit. Ja, stimmt! Dieser Duktor, Viteraktor, Justitia Declinator, Malorum Radis, Formes Viciorum. Das Strafgericht stimmt bald. Da hol ich mir viel. Jungfrau Maria, sag die Wahrheit. Jungfrau Maria, sag die Wahrheit. Jungfrau Maria, sag die Wahrheit. Stimmt das, was du gesagt hast? Ich weiß nicht. Du weißt schon. Du weißt schon. Die allerseligste Jungfrau Maria soll dir befehlen, die Wahrheit zu sagen. Nein! Ja, dann soll ich die Jungfrau Maria soll dir die befehlen, die Wahrheit zu sagen. Sag nie die Wahrheit. Wenn sie dir befehlt, sagst du die Wahrheit. Sturm ist die Kontrastierung. Ich hab in der drinnen, weil die verflucht worden ist. Von wem ist sie verflucht worden? Und zwar von einer Frau aus Leiblewim. Und wie heißt die? Die heißt... weiß ich nicht. Das weißt du wohl. Im Namen des dreifaltigen Gottes sag die Wahrheit. Des dreifaltigen Gottes, des Vaters... Frau Mitchell! Des Sohnes und des Heiligen Gottes sag die ganze Wahrheit. Frau Mitchell hat gelesen. In welchem Jahr war das? In welchem Jahr war das? 1951. So, jetzt machen wir mal eine Pause. Sed quid diotius morales sic. Warum bleibst du noch länger hier? Darum. Warum bleibst du noch länger? Weil mir so gut gefällt. Du warst auch krank? Ja. Und das ist seit auch hier? Zweimal alle 4 Wochen. Mindestens krank im Bett gelegen mit Fieber. Ja. Und das ist seit auch hier gewesen? Ja, die sämtliche Krankheit ist an mir fertig gebrochen. Bei dir? Ja. Aber ansonsten ist die Analyse gesund. Jetzt haben sie gesagt, wie ihr macht. Ja. Die Urheber von Krankheiten. Ja, meistens. Von vielen Krankheiten. Ja. Da müsste man also etwas gegen euch tun, wenn man... Ja, sehr richtig. Aber das sieht ja niemand ein. Ja, den Kranken Segen geben, ne? Den Kranken Segen geben. Nein, bäh. Ja. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Aber das ist ja nicht die Jungfrau, sagt die Wahrheit.
sondern den kleinen Segen geben. Gegen euch. Was soll man tun gegen euch? Alles im Namen deiner seligsten Jungfrau. Beten. Beten soll man. Auch über den Kranken beten. Ja. Mit dem Kranken beten. Ja. Und für den Kranken beten. Ja. Und das Gebet wird dem Kranken zum Heile sein. Ja. Womit kann man euch am besten vertreiben? Womit kann man euch am besten vertreiben? Sag ich nicht. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen der seligsten Jungfrau befehle ich dir, sage mir, womit kann man euch am besten aus dem Kranken vertreiben? Durch Gebet, durch empfangene Sakramente, durch Weihwasser, durch das alles. Es gibt viele Möglichkeiten, euch zu Leibe zu rücken. Oder ist es eigentlich nicht so, dass ich keine Handschuhe anziehen durfte und keine Kappe aufsetzen durfte, weil es so kalt rauskommt? Das ist eigentlich nicht so schlimm, aber wenn es so kalt war wie in der Woche, das ich habe ganz schön was abgeschüttet. Und nachts, da durfte ich mich nicht gescheit zudecken. Ja, das ist so. Mit dem Gebet oder nicht, ne? Ja. Ist aber dann alles möglich, dass... Ah, Vater, ich hätte mir nie gedacht, dass das so grausam alles ist. Ja. Ich habe mir immer gedacht, ja, also, ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht müde kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar.